Hallo zusammen. Als Hildegard Hof im letzten Jahr anlässlich ihres 100. Geburtstags nach ihrem Leben an der Seite von Fritz Hof befragt wurde, bezeichnete sie es als Geschenk. Und das, obwohl ihr als junger Frau das Studium der freien Kunst versagt blieb. So förderte sie als ausgebildete Kunsthändlerin die Karriere ihres Mannes, der von der Figuration mehr und mehr zu einer minimalistischen Abstraktion fand. Ein Beispiel ist dieses sogenannte weiße Bild, ein Relief von 1966. Wer möchte, kann immer noch den Menschen als Maßstab erkennen. Kopfpartie, Rumpf und Arme, Beine. Hildegard Hof dokumentierte das Werk ihres Mannes mit der Fotokamera und entdeckte für sich eine Leidenschaft zur Spurensuche auch jenseits des Archivs. Unterwegs heißt ihr Foto einer glücklichen Asphaltzeichnung wohl auch die Chiffre einer menschlichen Figur.